Heutige Vortragende, der Helly Hofer, steht schon in den Startlöchern. Vorab darf ich mich kurz vorstellen, wer mich nicht kennt. Neuer also Christoph vom Reisebüro Idealtours von der Geschäftsleitung. Wir haben ja den Idealtours Abend im Zeichen oder aus der Taufe gehoben, wo wir alle unter Quarantäne gestanden sind, recht wenig Angebot da war, Reisen in weiter Ferne noch war. Und da haben wir halt versucht, ein bisschen ein Medium zu finden, wo wir euch ein paar Reiseideen, ein bisschen Fernweh vermitteln können und auch uns ein bisschen präsentieren können und schauen, dass wir da ein nettes Ambiente für euch finden. Ja, Thema Fernreisen oder Thema Reisen ist brandaktuell. Letzte Woche sind ja ganz unvermittelt unter Anführungszeichen die Grenzen zu unseren Nachbarländern aufgegangen. Aber wir warten immer noch auf die große Nachricht, wann Reisen innerhalb Europas zumindest wieder möglich sein wird. Die Reisen in unsere Nachbarländern hat auch so seine Tücken. Wir dürfen nach Deutschland, aber die Deutschen sagen, wir dürfen nicht. Ja, also da gibt es schon einiges noch, was da repariert werden muss. Und so einfach ist es leider nicht, dass man von heute auf morgen den Schalter umschaltet und sagt, jetzt geht wieder Reisen. Aber wir sind guter Dinge. Aktuell sehen wir jetzt im Juni noch nichts, was möglich ist, außer innerhalb von Österreich. Und wir planen jetzt mal mit Ferienbeginn so 10.11. Juli, dass wir mit unseren Reisen mal langsam wieder anfangen werden. Wir haben einiges von unseren Reisezielen, Reisen angepasst bzw. reduziert und hoffen, dass wir dann doch vielleicht das eine oder andere durchführen können. Wir sind einmal ganz gespannt, wie jetzt nachher die Resonanz sein wird. Und wir hoffen alle auf den befreienden, auf die befreiende Nachricht, dass Reisen zumindest in gewisse Länder Europas wieder uneingeschränkt möglich sein werden. Ja, ganz kurz zum technischen Ablauf. Ich habe euch alle stumm geschalten, damit im Hintergrund nicht allzu viele Geräusche stattfinden. Es gibt für euch eine Möglichkeit, mit uns trotzdem zu kommunizieren. Und zwar rechts oben über die Chatblase. Da wäre jetzt die Nachricht, gerade nur mal posten, was ich schon reingestellt habe, damit alle das sehen. Oh, entschuldige, dass ich da eine Mailadresse gepostet habe. Ihr könnt dann bitte gerne eure Fragen und Kommentare hier reinstellen. Wir werden versuchen, dann im Anschluss die Fragen zu beantworten. Und ja, wenn ihr irgendwas ausrichten wollt, könnt ihr das auch gerne da drinnen machen. Technisch in der Mitte oben gibt es einen Button, Kameras anzeigen. Das heißt, da könnt ihr mich ein- oder ausschalten. Ich würde euch empfehlen, während des Vortrags alle Ausblenden zu drücken. Dann habt ihr die Bilder vom Hoferhelle auf mehr oder weniger Vollbild. Ihr könnt auch rechts, gibt es einen Button, dass man dann auf Vollbild stellt, damit man dann auch das sehen kann. Ja, ich glaube, das mit den Chatfunktionen, das habe ich schon erläutert. Und noch darf ich heute den Helly Hofer, unseren Reiseleiter, auch recht herzlich begrüßen und es freut mich, lieber Helly, dass du dich wieder bereit erklärt hast, den heutigen Abend für uns zu gestalten. Jetzt muss ich die gerade auf laut schalten oder musst du das machen? Helly, hörst du mich? Ja, jetzt, ja, ich höre dich. Jetzt hören wir dich, wunderbar. Ja. Ja, genau. Ja, super, super. Wir sind ja online vernetzt. Mit dir, du sitzt in Innsbruck und präsentierst, ich sitze in Brixlek und so soll es auch sein, dass wir alle quer durch Tirol uns hier versammeln können haben. Und ja, in diesem Sinne darf ich euch einen unterhaltsamen Abend wünschen, gute Unterhaltung und lieber Helly, ich darf dir übergeben und du darfst uns entführen nach Südwestfrankreich. Gute Unterhaltung, schönen Abend. Ja, danke Christoph für die einleitenden Worte. Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen bei diesem gemeinsamen Weg durch Südwestfrankreich. Ich hoffe, es haut technisch alles hin. Für mich ist es immer noch ein bisschen ein Buch mit 7 Siegeln, aber es müsste soweit eigentlich
funktionieren. Vormal habe ich sowas schon gemacht für Ideal, du hast gemeinsam mit dem Christoph, er hat das Ganze vorbereitet und das ist jetzt das dritte Mal. Fangen wir gleich mal an, die Fahrt Südwestfrankreich, das war eigentlich ein Arbeitstitel, den wir den ganzen gegeben haben. Wir haben gesucht und Idealtours. Es gibt Reisen, sehr schöne Reisen, die Idealtours anbietet. Ins Elsass zum Beispiel eine Reise in die Champagne, Burgund gemeinsam mit Paris. Eine Reise in die Normandie, in die Bretagne. Eine Reise nach in die Provence zum Beispiel. Und eine Reise hinunter an die Côte d'Azur. Nicht zu vergessen auch Pilgerreisen, die Idealtours nach Frankreich anbietet. Ganz interessant. Aber auch Gegend, die eigentlich noch nicht so abgedeckt war durch Reisen, auch von anderen, sind wir draufgekommen, Reiseveranstaltern, Reisebüro, war eben diese Gegend von Südwestfrankreich. Es gibt keine Region Südwestfrankreich, sondern wir haben sozusagen dieses ganze Gebiet südlich des Zentralmassivs vom Atlantik eigentlich bis zu den Alpen hin mit Schwergewicht eben die Gegend von Bordeaux und ein bisschen östlich von Bordeaux haben wir eben diesen Titel Südwestfrankreich gegeben. Ich wollte zuallererst einmal die Reise vorstellen. Das finden Sie auch in Ihren Unterlagen. Also das ist sozusagen die Reiseführung im Katalog. Kann man das ganz gut erkennen. Es ist eine 9-tägige Reise. Sie findet Ende August statt. Ich hoffe auch dieses Jahr, dass sie Ende August stattfinden wird. Wir hoffen alle noch. Und wie gesagt, sie beginnt in Innsbruck oder beziehungsweise in Tirol, endet natürlich auch dort und führt uns über die Schweiz, durch Frankreich und zurück dann über Italien. Bevor ich eigentlich über die Reise selber sprechen wollte, wollte ich noch ein paar Worte erwähnen zu Frankreich selber. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich in das Land schon ein bisschen verliebt über die Jahre hindurch. Es ist immer interessant empfunden, dorthin zu fahren. Es ist immer spannend und auch entspannend. Und wenn man sich mit Frankreich ein bisschen auseinandersetzt, müsste man zuallererst auch erklären, dass Frankreich nicht nur dieses Land ist in Europa, das wir kennen mit der Insel Korsika und dem Hauptland, sondern Frankreich besitzt große Gebiete oder sagen wir mal Gebiete, groß sind sie mehr oder weniger, aber Gebiete außerhalb von Europas im Pazifischen Ozean. Sie haben einen großen Teil Französisch-Guyana am südamerikanischen Kontinent. Sie haben Inseln in der Karibik, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Martinique. Sie haben eine kleine Inseln nördlich von Kanada, Saint-Pierre-et-Miquelon. Und dann haben Sie Inseln im Indischen Ozean und auch drüben im Pazifischen Ozean, Wallis und Futuna und Neukaledonien. Aber wir konzentrieren uns dann doch eher auf das Frankreich, das uns näher ist, das wir besser kennen. Und wenn man sich dieses Gebiet da anschaut, es sind insgesamt 550.000 Quadratkilometer groß, ist Frankreich. Und Frankreich ist ein, was die Naturräume anlangt, ein sehr interessantes Land. Es hat Hochgebirge, drei Gebirgszüge, höhere Gebirgszüge, beginnend mit den Alpen, Blick hinauf auf den Mont Blanc von der Aiguille du Midi. Der zweite große Gebirgszug sind die Pyrenäen im Süden, Grenzgebirge zu Spanien. Und das dritte Gebirge für uns eher unbekannter bis auf 1800 Meter hinauf ist das Massiv Central, das Zentralmassiv im Herzen Frankreichs mit den ursprünglich mit den erloschenen Vulkanen. Ich habe das deswegen ausgegriffen, weil alle drei Gebiete reisen wir an. Wir fahren durch oder zumindest sehr, sehr nahe an den Beginn dieser Gebirgszüge. Dann aus Frankreich auch noch ganz interessant, eben mehrere Zugänge, Meereszugänge, sowohl im Norden, im Westen als auch im Süden. Im Norden mit der Bretagne, zum Teil eine sehr raue, aber im südlichen Teil der Bretagne angenehme Küste. Da, wo wir hinfahren werden, die Dune du Pilat, ist die Westküste, die Atlantikküste. Und die dritte Küste, auch die werden wir sozusagen auf dieser Reise kurz streifen. In dem Fall sind es die Calanques in der Nähe von Marseille, eine Kalksteinküste, ist sozusagen eine Weiterführung der Mittelmeerküste der italienischen Riviera, der französischen Riviera hinüber, die wunderschönes Gebiet sozusagen im Süden Frankreich. Und dann ist auch, gehört zu Frankreich dazu, muss man immer, oder ein Teil Frankreich sind die vielen historischen Gebäude, die vielen historischen Bezüge, in dem Fall der Mont Saint-Michel im Norden, die Kirchen, in dem Fall des Straßburger Münster, Chambord, ein Schloss,
UNESCO-Weltkulturerbe an der Loire. Burgund zum Beispiel mit seinen herrlichen Bauten, in dem Fall das Hotel de Dieu, das älteste Krankenhaus, noch existierende Krankenhaus der Welt, und im Süden, es ist zwar nicht mehr in Funktion, aber noch besichtigbar, und dann im Süden zum Beispiel in der Provence, sehr schön mit den Lavendelfeldern im Vordergrund, die Abtei, die Zisterzienserabtei von Senon. Also eine Vielzahl von interessanten Plätzen, die man sich in Frankreich anschauen kann, sowohl historisch als auch naturräumlich interessant. Und eine Sache, die mir immer sehr, sehr gut gefallen hat in Frankreich, das ist, sind diese Les plus beaux villages de France, also die schönsten Dörfer Frankreichs. In dem Fall ein Katalog herausgegeben, ein offizieller Reiseführer mit diesen kleinen Dörfern. 157 gibt es jetzt schon mehr. Destinationen mit Charme zum Entdecken, das steht da drunter. Und einige dieser schönen Dörfer, die werden wir uns eben auf dieser Reise in Südwestfrankreich anschauen. Das ist der Ort Gordes in der Provence, im Süden, eher im Norden gelegen, Châteauneuf in Burgund. Und diese Orte, Le Buc und auch Brantôme, befinden sich in der Gegend, wo wir hinfahren, nämlich im Gebiet der Dordogne, im Gebiet des Périgords. Dann habe ich uns noch als Grundlage, als Einführung ein bisschen dazu gegeben, also eine Karte. Es geht nicht nur um die naturräumlichen Schönheiten oder Spezialitäten. Es geht nicht nur um die historischen Spezialitäten, die geschichtlichen Spezialitäten, sondern es geht auch in Frankreich immer und immer wieder um die Kulinarik, um die Lebensweise, um die Lebensart Frankreichs. Und da gibt es zum Beispiel diese nette Karten von Frankreich mit den verschiedenen Spezialitäten, und die haben wir so viel Mühe war es dann, die haben wir es doch angetan, unsere Reiseroute auf diesen Spezialitäten einzuzeichnen. Und man kann schon erkennen, dass da einiges auf dem Weg zu entdecken gibt, nicht nur eben, was die Baukultur anlangt, sondern auch die Lebenskultur, die Küchenkultur. Dann eine zweite Karte, drei solche Karten mit Spezialitäten haben wir herausgeholt, die Weingebiete Frankreichs. Es gibt in allen Regionen Frankreichs die Möglichkeit, Wein anzubauen, vom Elsass über die Champagne, das große Gebiet der Loire, Burgunderweine, weltbekannt, aber auch eher unbekanntere Gegenden wie die Gebiete des Savoyens, des Juras, Languedoc-Roussillon zum Beispiel, oder eben dann im Süden Côte-d'Iron und Provence. Und auch auf der Karten wieder die Reiseroute einzeichnet, und man sieht schon ganz gut, wir fahren da zuerst durch eine kleine Weinregion, dann beim Beaujolais vorbei, hinüber in das größte zusammenhängende Weinbau-Anbaugebiet der Erde, nämlich das Bordelais, das Gebiet rund um Bordeaux. Und noch eine kleine Karte vorweg. Nicht nur Wein ist berühmt, dafür ist Frankreich berühmt, sondern es ist auch der Käse, die Käsespezialitäten in Frankreich. Charles de Gaulle hat damals gesagt, man kann ein Land nicht regieren, das 200 verschiedene Käse produziert. Und wenn man sich das da anschaut, Spezialitäten über das ganze Land verteilt, bekannt für uns vielleicht im Norden der Brie, der Camembert, aber vielleicht kennt der eine oder andere auch den Roquefort-Käse oder den Rocamadour, ein Ziegenkäse aus der Gegend oder in der Gegend, wo wir unsere Reise hinlegen werden. Und da sieht man wieder ganz gut, wir kommen von den Alpen, vom Reblochon-Gebiet hinüber in das Cantal, ganz, ganz gute Käsesorten da im Zentralmassiv und dann über den Roquefort zurück eben nach Italien. So schauen sie aus. Also nicht nur auf einer Karte sollte man sich die anschauen, sondern man sollte sie sich anschauen und auch gustieren, ein bisschen verkosten. Und andere Spezialitäten, die zu dieser Lebensweise, dieser Lebenskultur dazugehören, die Croissant am Morgen, das Baguette über den ganzen Tag verteilt. Und auch das Französisch, der Deux Chevaux, das Wort TV, die Ente, das Citroën, mit einem Baguette, mit einem Käse, mit einem Wein fährt man hinaus ins Grüne und macht dort ein Picknick. Wein, Käse. Und auch auf diesem Ding steht sehr schön, savoir vivre, das Wissen, wie man lebt. Das ist irgendwie doch französische Lebenskultur. So, nach der Einleitung eine Karte, die zeigt, wo unsere Reise hingeht.
Sie beginnt in der Schweiz. Wir fahren durch die Schweiz an Bern vorbei, am Genfersee vorbei hinunter zu unserem ersten Stopp. Unsere erste Übernachtung ist am Rande der französischen Alpen in Annecy, an einem See gelegen, dem sechstgrößten See Frankreichs. Sehr schöner Ort. Und von dort geht's dann am zweiten Tag nach Lyon, der zweit- oder drittgrößten Stadt, je nachdem, wie man es rechnet, von Frankreich, hinüber nach Clermont-Ferrand. Dort machen wir eine Fahrt hinauf auf einen Berg mit einem Zug, eine Zahnradbahn auf dem Puy de Dôme. Blick hinüber, man sagt, einer der besten Ausblicke, den man in Frankreich haben kann, ist dieser Ausblick oben vom Berggipfel des 1465 Meter hohen Puy de Dôme. Und von dort dann hinüber ins Gebiet des Périgord, das Gebiet der Dordogne, ist ein Fluss, ein Zufluss, ein Fluss in den Atlantik, der in den Atlantik mündet. Und von dort dann nach Bordeaux. Von Bordeaux macht man einen Halbtagesausflug, weil wenn wir schon so nahe da sein, dann sollte man diese 80 Kilometer als Tiroler noch wahrscheinlich mehr als Binnenländer als andere sich gönnen, um hinauszufahren an die Bucht von Arcachon und dort auf die höchste, längste Wanderdüne Europas hinaufzugehen. Über 100 Meter hoch, mit dem Blick hinaus in Richtung Atlantik. Und das ist dann unser westlichster Punkt der Reise. Von dort geht es dann wieder langsam zurück über das Gebiet von Toulouse nach Albi. Übernachtung in Carcassonne, einer der interessantesten Städte, mittelalterlichen Städte, die man in Frankreich finden kann. Und über das Gebiet der Provence mit dem Pont du Gard und Avignon zurück nach Cannes. Letzte Übernachtung in Cannes. Und auch der letzte Tag, muss ich dazu sagen, ist ein sehr schöner Tag, weil er von Cannes aus über Nizza an der Côte d'Azur entlang, an der italienischen Riviera entlang zurückgeht nach Tirol. Das klingt jetzt alles wahnsinnig weit. Ich gebe auch zu, es ist natürlich von den Kilometern kommt schon was zusammen. Aber die Reise ist so proportioniert, so aufgestückelt worden, dass man eigentlich 2, 3 Tage hat, wo man wirklich länger unterwegs ist im Bus, aber dann auch wiederum Möglichkeiten hat, sich wieder zu entspannen. Fangen wir an mit dem ersten Tag. Der erste Tag an eine Stadt, wo wir eine Mittagspause machen werden, Bern, Bundesstadt der Schweiz. Nicht Bundeshauptstadt, sondern die bezeichnen das als Bundesstadt. Sehr schöne Altstadt, das Münster von Bern, eine sehr, sehr gut erhaltene, mittelalterliche Altstadt. UNESCO-Weltkulturerbe seit den 80ern, umflossen vom Fluss Aare, ein wunderschönes Grün, ein frisches Wasser, das aus den Bergen kommt. Und im Hintergrund von Bern kann man auch das Berner Oberland erkennen. Und man sieht dort drei so Spitzen auserkennen, das sogenannte Dreigestirn des Berner Oberlands. Die Jungfrau, der Mönch und der Eiger mit seiner Nordwand. Luftlinie ungefähr 60 Kilometer entfernt von Bern. Weiter geht's am Genfersee vorbei oder entlang. Die Weinbaugebiete des Lavaux mit Blick hinüber zum Mont Blanc. Das ist ja der Gipfel des Mont Blancs, 4800 Meter hoch. Und der Tag endet dann in Frankreich ungefähr 50 Kilometer hinter der Grenze. Nach Genf ist das eine Stadt, die hat jetzt insgesamt 120.000 Einwohner, zusammengelegt worden, die Stadt heißt Annecy oder Annecy, liegt am gleichnamigen See, 14,5 Kilometer ist dieser See lang, wie gesagt, ein Alpensee, ein Alpenrandsee, so wie auch die italienischen Seen. Und da gibt es einen Abfluss, den Thiou, und an diesem Abfluss liegt die Stadt Annecy. Sie wird auch bezeichnet als Venedig Frankreich. Wunderschön gelegen. Und wir kommen am späten Nachmittag an, checken ein und täten dann einen Spaziergang machen durch Annecy. Und ich würde allen, wie gesagt, empfehlen, nach diesem Nachmittagsspaziergang unbedingt auch einen Abendspaziergang machen, weil die Stadt so schön, so romantisch am Abend beleuchtet ist. Erster Tag. Zweiter Tag, weiterfahrt nach Lugdunum, Lyon. Alte Römerstadt am Zusammenfluss der Saône und der Rhône. Die Rhône aus den Alpen, die Saône aus dem Burgunderbecken kommend. Da haben die Römer ihre Stadt gegründet. War eine der wichtigsten Städte im römischen
im römischen Frankreich. Leider Gottes, wie gesagt, habe ich keine allzu großen interessanten Bilder davon gefunden. Man sieht da ein bisschen die Altstadt, oben einen Hügel, dort wo der Hauptteil der römischen Stadt war, mit einer sehr schönen oder interessanten Kirche obendrauf, eine Basilika, in Notre Dame de Fourvière. Und von dort oben hast du dann einen Blick hinunter auf die Altstadt, am Fuße dieses Hügels mit der Kathedrale, dieser Halbinsel, und im Hintergrund, leider auf dem Bild nicht mehr erkennbar, sieht man bei, ja, doch besserem Wetter wie auf diesem Bild, noch die Alpen. Und die Innenstadt von Lyon ist, wie gesagt, ein auch UNESCO-Weltkulturerbe, eine Renaissance-Altstadt, ganz interessant, vor allem die Innenhöfe dieser Stadt. Nach Lyon, nach der Mittagspause in Lyon, Lyoner Wurst, geht es dann weiter in das Gebiet des Zentralmassivs. Und man kann da schon sehr gut erkennen, man fährt ungefähr 2,5 Stunden von Lyon, man fährt ungefähr 2,5 Stunden da von Annecy nach Lyon und knappe 2,5 Stunden hinüber in Richtung des Zentralmassivs, und da kann man schon diesen Berg erkennen, den Puy de Dôme, 1465 Meter hoch, mit einer Seilbahn, mit einer Zahnradbahn, ist dieser Berg erschlossen. Nochmal ein Blick hinüber, tolles Sondergebiet. Und so schaut dieser Berg von oben aus, das ist natürlich ein eigenes Foto, muss ich gleich dazu sagen. Früher ist schon eine Dampfbahn hinaufgegangen, dann ist schon mal eine Straße hinaufgegangen, hat man mit dem Bus, nicht mit dem eigenen, aber mit einem Bus vor Ort hinauffahren können. Und seit ungefähr 10 Jahren gibt es jetzt eine neue Zahnradbahn, wo man eben auf diesen Gipfel hinaufkommen kann. Und oben auf diesem Gipfel befindet sich ein Observatorium, es befindet sich eine Sendeanlage und es befindet sich die Ausgrabungen eines römischen Merkur-Tempels. Die Römer haben auf über 1000, knapp 1500 Meter dort oben einen sehr, sehr großen Tempel gebaut, um den Völkern der Auvergne zu zeigen, wir sind jetzt die Herren im Land. Hinaufkommen dort übrigens mit dieser Bahn. Und das ist irgendwie das Nette an dieser Reise, dass man mehrere Verkehrsmittel im anbietet, unter anderem eben auch diese Zahnradbahn, dauert ungefähr knappe halbe Stunde, 25 Minuten fährt man von unten hinauf. Nicht ganz von unten von Clermont-Ferrand, sondern eben von der Hälfte ungefähr, von knapp 1000 Meter, von 950 Meter fährt die Bahn dann los. Übernachten tun wir unten in Clermont-Ferrand, bekannt vor allem für eine Fabrik, eine Firma, die glaube ich doch jeder kennt, Michelin, die Reifen. Der nächste Tag, auch wiederum so 2,5 Stunden Fahrt mit einem Stopp dazwischen drinnen, und dann erreichen wir das Gebiet der Dordogne. Turenne heißt dieser Ort mit seiner Ruine oben. Mittagspause machen Ort Martel, die Stadt der Türme. Ein kleiner Ort, 5000 Einwohner, putzige, nette Straßen, eine Fußgängerzone innen drinnen, wo man durchspazieren kann, und im Zentrum, im Herzen der Stadt, in der Seele der Stadt, dieser Markt eben, dieser Marktplatz, wo man sich hinsetzen kann und entspannen kann und eben Spezialitäten aus der Gegend essen kann. Dann geht's weiter, Dessert-Spezialität, pardon, Trüffel. Schwarze, weiße, braune Trüffel aus der Gegend. Vor allem eben rund um Martel findet man sehr, sehr viele von diesen Trüffeln. Der nächste Stopp ist ein Wallfahrtsort. Entfernung knappe halbe Stunde. Roc Amadour, der in den Felsen Verliebte. Ein Heiligtum mit 7 Kapellen an einen Felsen gehangen, sozusagen ist dieses Heiligtum. Man kommt dorthin und sieht in diesem trockenen Tal diesen kleinen Ort. 500, knapp 600 Leute wohnen in Roc Amadour. Und wie gesagt, auf halber Höhe drauf befindet sich dieser Wallfahrtsort. Und ganz oben zum Schutz des Wallfahrtsorts haben sie eben diese Burg errichtet. Und da fährt man mit dem Bus eben hin und geht von oben dann einen Wallfahrtsweg hinunter bis zu diesem Allerheiligsten von Roc Amadour. Die schwarze Madonna von Roc Amadour ist das Hauptheiligtum heute. Da drinnen befindet sich dieses Heiligtum. Ich glaube, man geht so 15 Minuten, 10, 15 Minuten hinunter, auf halber Höhe. Man kann auch mit einer Bahn hinunterfahren, mit einem Lift hinunterfahren. Und dann, wenn man nochmal ein Stückchen weitergeht, kommt man dann in den eigentlichen Ort, wo man vielleicht einen Kaffee oder was anderes trinken möchte und sich ein bisschen entspannen kann. Dann geht es weiter von Roc Amadour entlang der Dordogne, des Flusses Dordogne. Werden wahrscheinlich nicht allzu viele Leute diesen Fluss kennen.
Also ein Fluss mit knapp 500 Kilometern mündet in der Nähe von Bordeaux in den Atlantik und entspringt in dem Gebiet, wo man vorher die Bilder gesehen hat, dort, wo diese Puy-Seen sind, wo diese Vulkane waren, im Zentralmassiv. Ein ruhiger Fluss, ein angenehmer Fluss. Am Fluss befinden sich nette kleine Dörfer, nette kleine Städte und vor allem eine Vielzahl von Schlössern und Burgen. Da habe ich ein paar gerade ausgegriffen, Montfort zum Beispiel. Ein weiteres Schloss. Und dann, der Tag endet mit dem Ort Sarlat. Sarlat liegt nicht direkt an der Dordogne, aber gar nicht weit entfernt. Ein wunderschöner Ort, herrlich beleuchtet am Abend, hat so einen gelblichen Ton, sowohl die Häuser haben diese Farbe, es ist alles aus dem gleichen Stein gemacht, nicht nur die Fassaden, auch die Dächer der Häuser, Flos nennt man das Ganze, das sind die Steine draufgelegt, unheimlich schwer, aber unheimlich beeindruckend. Und das gibt dem ganzen Ort einen sehr, sehr einheitlichen Charakter. Eine der Hauptattraktionen von Sarlat, bei einer Führung übrigens, werden wir das sehen, eine nette Führerin, die Melodie, das, Elodie, Entschuldigung, ich merke mir den Namen nicht mehr, deswegen, sie begrüßt die Leute immer, mein Name ist Elodie, das können Sie sich leicht merken, einfach Melodie, das M weglassen. Also die Elodie macht diese Führung, die ist übrigens, es gibt nur zwei Führer, die Deutsch sprechen und auch sie muss 40 Kilometer anreisen, um im Salat da sozusagen die Führung zu machen, so großer Andrang von deutschsprechenden Leuten in Salat gibt es dann doch noch nicht. Aber sie macht eine ganz nette, angenehme Führung und geht auch zu dieser sogenannten Totenlaterne hinauf. Ein Gebäude, wo man bis heute noch nicht weiß, wozu es eigentlich dienen soll. Nichts ist aufgeschrieben. Man kann da unten hineingehen, aber dieser obere Teil, der ist nicht zugänglich. Es gibt keine Treppe hinauf, es gibt nur diese Schlitze, wo keiner hineingehen. Niemand kommt in diesen oberen Teil hinein, wenn er den Teil nicht oben zerstört. Also ein Gebäude, das seinesgleichen, ich glaube, weltweit sucht. Und ein zweites Gebäude, auch ganz interessant in Salat, ist eine ehemalige Kirche, die Marktkirche, die zum Teil abgerissen worden ist. Und in diese Marktkirche hinein hat man die Markthalle gebaut. Ein französischer Architekt hat da ein Riesentor gebaut und da kann man da hineingehen und innen rein die Spezialitäten von Salat und Umgebung genießen. Gleich hinter der Kirche gibt es den Gänsemarkt mit den bronzenen Gänsen. Rund um Salat eine Vielzahl von Gänsefarmen. Und leider Gottes halt eine Spezialität ist dieses Foie gras, der gestopfte Gänse oder die gestopfte Gänse- oder Entenleber. Überall gibt es in der Stadt die Möglichkeit, sie zu kaufen, mitzunehmen oder vor Ort zu verkosten. Das ist der ruhige Tag. Da fahren wir eigentlich nur am Nachmittag, wir haben am Vormittag um 9 Uhr die Führung, eine Stunde ungefähr, dann bleiben wir in Salat und dann fahren wir hinunter an die Dordogne in einen Ort, der heißt La Roque-Gajac, auch einer dieser Orte, dieser 157 schönsten Orte, Dörfer Frankreichs, an einem Felshang gelegen. Da sieht man es nochmal. Ganz interessant, auch nur knapp 500 Einwohner. Immer wieder brechen Teile, man muss dann dazu sagen, es ist jetzt schon eine Zeit, die 50er Jahre, ist das letzte Mal ein Teil dieses Felsens abgebrochen. Jetzt haben sie gesagt, die Kantonen ist ja sicher der Felsen. Aber da fahren wir hin und machen, wie gesagt, einen kleinen Spaziergang durch das Dörfchen durch. So schaut es innen drinnen aus. Mediterranes Klima. Man findet Pflanzen, die man normalerweise nur im Süden Frankreichs finden kann. Alles zum Teil an und in den Felsen hineingebaut. Und ihr macht dann eine Reise mit diesen Gabar, mit diesen Booten. Da fahrt man ungefähr eine Stunde auf der Dordogne. Diese Boote waren früher ganz, ganz einfache Boote, die man gezimmert hat, um die Produkte aus dem Zentralmassiv, vor allem Holz, das man benötigt hat, Felle, Holz und so weiter, in Bordeaux, ist man mit denen hinuntergefahren. Die waren so einfach, so schlecht zum Teil produziert, dass man unten in Bordeaux gesagt hat, na, die bringen wir nicht nochmal auf, sondern die tun wir dort unten gleich als Bauholz verwenden. Das heißt, die haben eine Jungfernfahrt, war gleichzeitig auch die letzte Fahrt dieser Gabars. Aber das hat sich geändert, muss ich gleich wieder dazu sagen, aber keine Angst haben.
Jetzt fahren Sie knappe Stunde lang entlang dieser, ganz ruhig entlang dieser Dordogne, und man sieht am sehr schön diese Burgen, die sich an diesem Fluss eben befinden. Und da unten fährt man eben entlang, Benac, Castelnau heißen diese Burgen. Da nochmal ein Blick auf dieses Benac und noch ein bisschen näher das Ganze herangezoomt, dass man das sieht. Unterhalb dreht dann das Boot um und fährt wieder zurück. Und währenddessen sie ihr sozusagen die Fahrt, diese entspannende Fahrt auf den Gabas macht, macht der Buschauffeur, der Marco, der Bock-Marco und ich, haben wir vorher einen Salat eingekauft für ein Picknick. Die Produkte des A6, die nehmen wir nicht mit aus Österreich, das wäre nicht im Sinne des Erfinders, sondern diese Produkte kaufen wir vor Ort ein. Also das ist alles Käse, Wurst und so weiter, Oliven, Tapenaden, Melonen aus der Gegend, Brot natürlich, Baguette aus der Gegend, um dieses kulinarische Erbe Frankreichs auch ein bisschen mitzunehmen. Und Picknick gehört halt irgendwo für uns zu Frankreich dazu. Abschluss des Tages. Man fährt da in Summe, glaube ich, an dem Tag 50 Kilometer, also wirklich eine kurze Fahrstrecke, sind die hängenden Gärten des Périgords. Es ist ein Garten einer Familie, die Familie Marquesac, immer noch im Privatbesitz, vorherrschende Pflanze, der Buchs. Und aus diesen Buchspflanzen haben sie wirklich künstlerisch etwas geschaffen. Und inmitten dieses Parks, inmitten dieses riesigen Gartens an einer Felswand gelegen, ist das Schloss auch der Familie. Da nochmal ein Blick, kein großes Schloss, aber wirklich ganz nett. Und da gibt es eine Terrasse da, sieht man wieder da hinüber auf diese Burg, die er vorher kurz gesagt hat, Benac. Und da kann man einen Kaffee zum Beispiel trinken oder ein Glas Wein trinken und den Tag eigentlich ausklingen lassen. Dann am darauffolgenden Tag geht's hinauf, 45 Minuten nach Montignac, einem kleinen Dorf am Fluss der Stadt, am Fluss Weser gelegen. Die Hauptattraktion in dem Fall ist gar nicht der nette Ort, sondern ist das da. Der Zugang hinunter in eine künstliche Höhle. Die künstliche Höhle heißt Lascaux 2. Es ist ein Nachbau einer Höhle, die man gefunden hat in den Jahren 1940. Vier Burmann haben sie übrigens gefunden damals. Und diese Höhle war geöffnet bis in die 60er Jahre. Allerdings durch die vielen Leute, die in diese Höhle hineingegangen sind, sind Schäden an diesen prähistorischen Malereien entstanden, an den Stieren, das ist der Saal der Stiere. Die Höhle geht zurück zwischen 17.000 und 35.000 vor Christus, hat man diese Höhle damals bemalt. Und um sie zu schützen, um diese prähistorischen Gemälde, diese Höhle für die Nachwelt weiterhin zu garantieren, hat man die eigentliche, die Originalhöhle geschlossen und hat ungefähr 300 Meter entfernt eine neue Höhle gebaut. 1:1, nicht die gesamte Höhle, aber die wichtigsten Teile dieser Höhle. Und ich muss auch ansagen, ich gehe noch einmal ganz kurz zurück, wenn man in die Höhle reingeht, da hat man wirklich den Eindruck, man ist in der Originalhöhle. So perfekt, was die Temperatur, die Beleuchtung, die Form anlangt, haben sie zusammengebracht. Auch die Führung in dieser Höhle ist immer sehr, sehr interessant. Wahnsinnig gute Führer. Ganz interessante Fragen, die sie anstellen. Es gibt wesentlich mehr Fragen zu der Prähistorie als Antworten. Und dann geht es diesen Fluss der Weser entlang, nicht ein kleiner Ort, Saint-Léon-sur-Weser. Auch, wie gesagt, einer wieder dieser schönen Dörfer Frankreichs mit einer herrlichen romanischen Kirche, ein Ort zum Entspannen, zum Seele baumeln lassen. Und noch einen Stopp machen wir. Das ist ein Felsen, der Rocher oder Roc Saint-Christophe. Seit der Prähistorie, also vor über 20.000 Jahren, haben Leute dort in diesem Felsen gewohnt bis vor ungefähr 450 Jahren. Über 500 Leute haben in fünf verschiedenen Stockwerken in diesem Felsen gewohnt. Heute kann man das Ganze besichtigen. Wir bleiben eigentlich nur dort stehen, machen einen kleinen Spaziergang darüber, einen Fotostopp und unser Chauffeur, unser Fahrer, der Marco, hat die Aufgabe, durch diesen Felsen durchzufahren mit seinem Bus. Hat er bis jetzt immer super hinbracht. Schaut immer spektakulär aus. Wir stehen sozusagen in sicherer Entfernung und sehen, wie er sich da durch diese Enge dann durchbewegt.
zwingen muss. Aber Topfahrer bringt es ganz locker hin. Und dann verlassen wir das Gebiet der Dordogne, wir verlassen das Périgord und kommen weiter in das Gebiet des Bordeaux, des Bordelais. Man sieht da ganz gut, das ist die Dordogne, der Fluss. Und der erste Ort am Rande dieses Bordeaux-Weinbaugebiets, ich finde, muss ich ehrlich sagen, der schönste, ist der Ort Saint-Emilion. Mitten in Weinbergen umgeben, unterirdisch an die 300 Kilometer an Weinkellern in den Felsen hineingeschlagen, in den Kalkfelsen hineingeschlagen. Ursprünglich waren das römische Steinbrüche, da hat man den Stein herausgeholt, den man in Bordeaux benötigt hat, und dann ist man draufgekommen. Die Römer haben ihre Steine immer aus einer Höhle herausgeholt, weil er sonst sehr schnell oxidiert und hart wird. Und in diese ursprünglich römischen Keller hat man dann auch schon zu Römerzeiten den Wein gekeltert, und es ist eines der berühmtesten Weinbaugebiete Frankreichs, Saint-Emilion. Auch eine Kirche, die in den Felsen hineingebaut ist, also aus dem Felsen herausgeschlagen, wie l'Église Souterrain, also die Kirche unter dem Land, unter dem Gebiet. Kleine Gasseln, die da runtergehen, enge Gasseln, und da sieht man die Spezialitäten. Canelés nennt sich das Ganze, viel Eier, viel Zucker, ein bisschen Milch gehört dazu, ein Restprodukt eigentlich der Weinproduktion, und die Macarons. Das sind die zwei Spezialitäten neben dem Wein. Wenn man also keinen Wein mitnehmen oder verkosten will, könnte man auch die zwei Sachen eben mitnehmen. Und da zum Beispiel, so gibt es viele Ladeln noch, nicht nur jetzt in Saint-Emilion, aber in Frankreich ganz allgemein, wo noch diese alte Tradition gewahrt wird. Eine Fahrt von ungefähr 45 Minuten, dann erreicht man Bordeaux, 250.000 Einwohner, große Stadt, Barockstadt, der Platz der Börse, ehemaliger Platz des Königs. Und vor diesem Platz sieht man da eine scheinbare Wüste, eine Leere, aber man sieht dort rein so kleine Löcher stehen. Und was sie da machen, dieser Platz wird zu einer bestimmten Zeit, mehrmals am Tag, dann bewässert. Für die Kinder, aber nicht nur, ist das ein Spielplatz ersten Ranges. Und dann schaut das Ganze so aus. Ich habe leider kein Foto. Es gibt auch ein Foto vom Tourismusbüro, wo man diese Fassaden, diese Barockfassaden, dieser Gebäude in dieser Wasserfläche, in dieser ganz, ganz stillen, ruhigen Wasserfläche, die ist vielleicht 2 Zentimeter maximal hoch, wie sich das Ganze spiegelt. Und da laufen die Kinder durch und spielen durch, also wirklich ganz toll anschauen. Grand Hotel du Bordeaux, die Altstadt von Bordeaux, zum Teil auch noch britisch oder englisch beeinflusst. Das war lange, lange Zeit Bordeaux, der Hafen der Briten. Dort haben sie ihren Wein abgeholt. Aquitanien war ein Teil, also die Umgebung von Bordeaux, die dem Königreich England gehört haben. Nette kleine Cafés, nette kleine Geschäfte auch in der Innenstadt. Und wie gesagt, eben solche Restaurants, wo man sich hinsetzen kann und verweilen kann. Und das auch am Abend. Weil wir bleiben ja 2 Nächte in Bordeaux. Als Abschluss von den Gebäuden, ich habe jetzt gar nicht die Kathedrale, sondern andere, das Palais Rouen, ursprünglich der Sitz des Bischofs. Rouen ist eine berühmte Familie aus der Bretagne. Heute das Rathaus, und innen drinnen in diesem Rathaus, in jedem Rathaus Frankreichs, eine Spezialität Frankreichs, befinden sich von, das ist Eugène Delacroix, die Marianne. Eine Büste einer typischen Französin. Das heißt nicht, dass man einmal eine Büste gemacht hat, eine Marianne, also die soll sozusagen Frankreich repräsentieren, sondern diese Marianne wird jedes Jahr neu gewählt. In den 70er Jahren zum Beispiel war sie Catherine Deneuve. In den frühen 80er Jahren das Sporthaus Avignon, die Mireille Mathieu. In den 60er Jahren die Brigitte Bardot. Und, ganz interessant, vor 2 Jahren, 1,5 Jahr zurück, Madame Macron, die Frau des Präsidenten. Also sie stellen sozusagen die typische Französin dar. Das nächste Bild, auch wiederum eine Sache, die man vielleicht nicht unbedingt verkosten muss, aber zumindest, dass man weiß, dass es das auch in dieser Gegend gibt, die Austern. Die Austern aus der Bucht von Arcachon gelten als einer der vorzüglichsten. Da gibt es immer den Streit, entweder in der Bretagne, die haben die besten, oder eben dort unten in der Bucht von Arcachon.
Und am Rande dieser Bucht von Arcachon liegt diese Düne, die Dune du Pilat. 100 Meter hoch, 5 Kilometer lang, 1,5 Kilometer breit. Am Rande eines Naturschutzgebietes, Kiefernwälder, eine Aufforstung aus dem 19. Jahrhundert auf der einen Seite und dort drüben, wie gesagt, der Atlantik und die Bucht. Da sieht man das ganz gut, diese Wanderdüne, die sich immer wieder bewegt. Das ist ein Bild, das wir selber gemacht haben. Man kann auf diese Düne hinaufgehen und man kann von dieser Düne dann hinuntergehen bis zum Meer. Man kann sogar ins Meer hineingehen, haben einige Leute auch von uns gemacht. Und da draußen ist eine kleine Insel und diese Insel, diese Sandinsel, die ist eigentlich verantwortlich, dass sich diese Düne bildet, weil permanent Wind vom Atlantik herweht und diesen Sand dieser Düne im Gezeitenstrom, das Land im Gezeitenstrom weht herauf und bildet diese Düne immer wieder neu. Man hat, wenn man oben ist, fast den Eindruck, als ob man in der Sahara wäre. Nicht unbedingt, wenn man das Grüne da sieht, aber es gibt auch Fotos, wo man nur oben diesen feinkörnigen Sand eben sieht und da hinaus der Blick in Richtung Atlantik. Als Abschluss mal so eine Abendstimmung. Und dann geht es auch schon weiter. Zwei Nächte Salat, zwei Nächte in Bordeaux, immer so ein bisschen zum Entspannen. Der nächste Ort, die nächste Stadt, 50.000 Einwohner zählen, das ist die Stadt Albi. Albi mit der bedeutenden Kathedrale, wie eine Festung, die Albigenser. Da vorne der erzbischöfliche Palast. Dann noch einmal ein Blick auf diese Kathedrale. Sie schaut aus wirklich wie eine Festung. So soll sie ja sein. Sie ist zwar im 19. Jahrhundert ein bisschen so hingetrimmt worden, aber sie ist wirklich ein Backsteinbau, einer der größten Backsteinbauten, die es überhaupt gibt. Außen sehr schlicht, eben festungsartig, innen drinnen prachtvoll und bunt. Albi ist berühmt für Toulouse-Lautrec, Geburtsstadt. Es gibt dort auch ein Museum von Toulouse-Lautrec. Die Möglichkeit, dieses Museum anzuschauen mit Originalwerken von Toulouse-Lautrec, die gibt es auch auf der Fahrt. Und dann geht es von Albi ungefähr genau, ja, 2 Stunden weiter an dem Fuß der Pyrenäen. Jetzt haben wir sozusagen von diesen in der Einleitung gesagten Worte, haben wir das dritte der Gebirge erreicht, die Pyrenäen. Und am Fuße der Pyrenäen, da sind die Ausläufer, da befindet sich der Ort, die Stadt Carcassonne. Die Oberstadt, eine mittelalterliche, zum Teil bis in die Römerzeit zurückgehende Stadt. Da übernachten wir am Fuße dieses Ensembles, machen einen Spaziergang durch die Stadt am späten Nachmittag entlang der Ramparts. Und das Schöne nachher ist auch noch nach dem Abendessen in Carcassonne, oben in der Altstadt in einem Restaurant, noch ein bisschen entlang der Befestigungsmauern zu gehen, wenn schon die Nacht eingebrochen ist. Weiter über den entlang des Canal du Midi, die Verbindung zwischen Mittelmeer und Atlantik, zum Pont du Gard, eines römischen Aquäduktes, einer Wasserbrücke, dort oben an der obersten Stelle führte frisches Wasser von einer Quelle 80 Kilometer entfernt hinüber in die Stadt Nîmes. Über 600 Jahre war sie in Betrieb. Leider Gottes, dann hat man sie nicht mehr instand gehalten. Heute ist sie ein UNESCO-Weltkulturerbe. Weiter fort an diesem Tag, vorletzten Tag, nach Avignon. Die Mittagspause in Avignon. Die Pont Saint-Bénézet, sur le Pont d'Avignon, das berühmte Lied. Und da hat sich unser Buschauffeur, Gott sei Dank, der Marco, dann ist da auf ein Riesenrad aufgekommen und hat von oben, also das ist wirklich von uns selber, also von ihm fotografiert, da sieht man diesen Palast, diesen Papstpalast, dafür war er Avignon berühmt, neben Rom, die zweite Residenz der Päpste im 14. und 15. Jahrhundert. Und da hat man einen Blick eben auf diesen Papstpalast, den Glockenturm und eben auch eine Möglichkeit, sehr gut essen zu gehen. Weiter fort an einem Berg vorbei, dem Mont Saint-Victoire, dem Lieblingsberg vom Maler, vom impressionistischen, expressionistischen Maler Cézanne. Er hat hunderte Male diesen Berg eben gemalt, immer wieder neu. Und die letzte Nacht verbringen wir dann in Cannes. Schöner Ort, schöne Stadt, 70.000 Einwohner an der Côte d'Azur. Wir machen einen Spaziergang vorher nur durch Cannes, Abendessen in Cannes und dann am letzten Tag geht es dann weiter, auch das noch meiner Meinung nach ein sehr schöner Tag, über Nizza, an der Côte d'Azur, Saint-Jean-Cap-Ferrat entlang, dem kleinen Ort Ez, Etze geschrieben,
entlang der mittleren Corniche hinüber nach Monaco. Da sieht man den ältesten Teil von Monaco, die Altstadt, das Ozeanografische Museum, den Palast der Familie Grimaldi, die Kathedrale, in dem Fall der Geburt, Begräbnisort von Grace Kelly und ihrem Mann, dem Renier, und wie gesagt, die neueren Viertel, die dieser Fürstenstaat eben hat. Und da hinten bereits ist die Grenze zu Italien und da endet dann unsere Reise in Frankreich. Sie endet aber noch nicht, es geht ja noch ein Stück viel weiter, es geht ja noch an der italienischen Riviera entlang ins Piemont hinein und dann über Südtirol wieder zurück nach Tirol, nach Nordtirol. Das ist diese Reise, diese neuntägige Reise im August. Ich finde, es ist eine wahnsinnig abwechslungsreiche Reise. Wer vielleicht schon so ein bisschen einen Zugang zu Frankreich hat, für den ist auf jeden Fall eine Ergänzung, ein wiederkehrender Effekt. Aber wer noch nicht so oft in Frankreich war oder vielleicht als erste Mal hinfahrt, auch für den, muss ich dazu sagen, bietet diese Gegend wahnsinnig viel, vor allem diese kleinen Orte, diese entspannenden Orte, auch die Mischung von größeren Städten, kleineren Dörfern, Sehenswürdigkeiten, die sehr bekannt sein und welche, die nicht so bekannt sein, naturräumlichen Schönheiten und kulturhistorischen Bauten, das macht für mich eigentlich die Reise interessant. Und ich freue mich und ich hoffe wirklich, dass wir heuer im August die Reise wieder durchführen können. Und ich freue mich auch, und das muss ich immer wieder sagen, es ist toll, wenn man das da so, so einen Vortrag machen kann, aber man sitzt allein da vor dem Computer, spricht in den Computer, ins Handy hinein, aber es gehen an als Reiseleiter die Leute, die Mitfahrenden, die Mitreisenden, das gemeinsame Erlebnis eines Erkundens einer Gegend ab. Das ist schade und wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass es bald wieder dazu kommen wird, dass wir diese Reisen unternehmen können. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, lieber Helly, vielen, vielen Dank. Ein virtueller Applaus für dich. Es war eine sehr schöne Reise quer durch Südwestfrankreich. Was mich dabei immer wieder beeindruckt, sind eben die kleinen Dörfer. Die kennt man teilweise dann nur aus ja, sehr einschlägigen Filmen, Dokumentationen und so weiter. Und wenn man das so sieht, bekommt man schon wirklich Fernweh und möchte das gerne besuchen. Ja, wenn es Fragen gibt zu dieser, ja, zu Südwestfrankreich, auch abseits dieser Route, kann sie gerne gestellt werden an den Helle. Falls keine Fragen sind, darf ich mich bei dir, Helle, recht herzlich bedanken. Es war eine sehr interessante, ja, fast dreiviertel Stunde. Wir haben wieder heillos überzogen, aber so ist es halt einmal, wenn es interessant ist. Ja, und es freut mich, dass wir da so viele Teilnehmer heute wieder gehabt haben. Also wir sind knapp unter 40 Teilnehmer gewesen. Freut uns, dass da die Resonanz wirklich sehr gut ist und dass wir da euch ein bisschen in die Ferne entführen konnten. So, eine Chatnachricht ist da vom Josef Pfeifhofer. Tolle Reise, Helle. Und schöne Grüße von Anni und Peppi aus Landeck. Leiten wir natürlich gerne weiter. Danke. Dankeschön, danke. Ja, zum Thema Reisen im August. Ich hoffe, wir hoffen alle, dass wir im August wieder recht uneingeschränkt reisen dürfen. Die Anzeichen sind da. Was alles geht und nicht geht, werden wir dann sehen, wird sich weisen. Wir werden jetzt da ein bisschen einstellen müssen, dass doch ja, vielleicht mit Mundschutz und so weiter ein bisschen gereist werden soll. Wobei ich sage, wir Tiroler sind ja schon fast Corona-frei. Das heißt, im Bus soll es keine Probleme geben. Und dann hofft man, dass wir da schon schöne Reisen, schöne Rundreisen wieder durchführen können. Und dass eben auch ein bisschen Resonanz gibt. Ja. Sind keine Fragen, Helly? Offensichtlich hast du alle Ausführungen so gut getroffen, dass nichts mehr offen geblieben ist. Ja, dann darf ich mich bei allen Teilnehmern recht herzlich bedanken. Ich hoffe, ihr empfehlt uns ein bisschen weiter, macht ein bisschen Mundpropaganda. Wir haben in 14 Tagen haben wir mit dem Kovac Christian mit Kopenhagen einen weiteren Termin. Und ja,
Ich habe es eh schon erwähnt. Also, es ist eine Frage zu dem Abstand in den Bussen. Wie wird der Abstand eingehalten? Ja, Abstand ist aktuell, ist ja der rechtliche Situation so, dass in den Bussen der Bus zum Massenverkehrsmittel gezählt wird. Das heißt, mit Mundschutz könnte man einen Bus komplett voll machen. Wir werden versuchen, eben je nach Regelung, das so zu handhaben, dass man eben so ein bisschen versetzt und nach Buchung quasi das zusammensitzt. Das heißt, wir gehen davon aus, der, wer in einem Zimmer ist oder gemeinsam bucht, das ist sowieso familiär beziehungsweise enger Freundeskreis, dass da nicht das Thema ist. Wir werden größtmögliche Busse einsetzen, damit man eben diesen Abstand größtmöglich einhalten kann, dass man eben genauso nur beim Einsteigen vielleicht den Mund-Nasen-Schutz tragen muss und dann im Bus dann selber nicht mehr. Das Handicap, was wir aktuell noch haben, ist, dass in jedem Winkel von Europa mittlerweile andere Regelungen gelten. Kroatien ist ganz extrem, da muss man die erste Reihe zum Beispiel freilassen und darf dann nur pro Reihe eine Person sitzen lassen. Das heißt, beim normalen 50-Sitzer-Bus könnte man nur mit 12 Personen den Bus besetzen. Das macht für uns dann recht wenig Sinn, rein kalkulatorisch. Wenn das so gehandhabt werden muss, dann müssen wir leider die Reise, können wir die Reise so nicht durchführen. Wenn man es irgendwie unterbringt, dass man eben so ein bisschen Abstand oder was dann auch gefordert ist, einhalten können, werden wir das machen. Muss natürlich für beide Seiten Sinn machen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, einen ganzen Tag im Bus zu sitzen mit Mund-Nasen-Schutz, sondern das sollte schon ein bisschen ja, entspannter abgehen. Kurzzeitig Maske aufsetzen oder im Flieger ist es ja so, dass man es die ganze Zeit aufsetzen muss. Ja, für 2 Stunden lässt sich das aushalten, einmal in der Woche. Aber im Bus, wenn man so eine Rundreise durchführt, sollte man das dann hoffentlich dann ohne Mund-Nasen-Schutz machen können. Es gibt auch ein Feedback von unserem Busunternehmen. Es hat einen findigen Entwickler gegeben, der was speziell für die Lüftungssysteme, so ein antivirales Lüftungssystem entwickelt hat. Wenn das zertifiziert wird, werden wir das auch einsetzen bei unseren Bussen. Das heißt, da hat man dann ähnlich wie im Flieger die Aussage, dass das recht schnell gefiltert wird, die Luft, und da keine Ausbreitung im Bus stattfinden kann. Und dann hofft man, dass wir eben da auch das ein bisschen Rechnung tragen. Gut. Gibt es sonst noch Fragen? Wenn nicht, dann darf ich mich jetzt endgültig von allen verabschieden. Vielen, vielen Dank. Macht ein bisschen Werbung für uns. Gebt uns auf Facebook oder Instagram ein Like, damit wir da ein bisschen größere Reichweite bekommen. Ihr werdet sehr informiert, wann das dann stattfindet. Und ich hoffe, wir werden nämlich schauen, sobald jetzt für uns auch im Reisebüro das Reisen, zumindest die Geschäftsreisen, wieder machbar sind, dass wir dann live vor Ort ein paar kleine Einstiege machen können, damit wir ein bisschen herzeigen können, wie das Reisen, das Urlauben heuer im Sommer organisiert wird und ihr dann einen gewissen Sicherheitsfaktor habt, ein bisschen live vor sechs, wie das dann abläuft. Ja, in diesem Sinne darf ich mich bedanken, einen wunderschönen Abend noch wünschen und euch einladen, in 14 Tagen wieder mit dabei zu sein. Und dir, lieber Helle, Dankeschön, schöne Grüße nach Innsbruck. Und wir hören uns dann, muss ich selber noch denken, im Juli vielleicht dann wieder, wenn es dann wieder zu einer schönen Rundreise geht. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, lieber Helle, Dankeschön und schönen Abend.